Grüezi und ganz herzlich willkommen zum Webinar Persönlichkeitsanalyse im Recruiting. Ich freue mich gleich, unseren Experten Adrian Krebs begrüßen zu dürfen. Aber bevor wir ins Thema eintauchen, habe ich noch ein paar administrative Punkte. Ihr habt es vorher gesehen, also bei Problemen irgendwie technischer Natur dürft ihr euch sehr gerne über den Chat bei uns melden, www.dualu.com. Dann schauen wir, dass wir die gelöst kriegen. Allgemeine Fragen rund um das Thema Persönlichkeitsanalyse dürft ihr gerne direkt in den Chat stellen, hier im Google Meet, weil die werden wir am Schluss bei der Fragerunde dann beantworten. Ihr seid aktuell gemutet. Wenn ihr irgendetwas sagen möchtet, einen Input habt oder natürlich dann später bei der Fragerunde ungeniert unmuten, dann können wir die gerne beantworten oder darauf eingehen. Wir zeichnen das Webinar auf. Es wird jedoch nur die sprechende Person aufgezeichnet und der geteilte Bildschirm. Also solange ihr euch nicht während des Webinars entmutet, sieht man euch nicht. Und natürlich auch die Fragerunde werden wir nicht veröffentlichen. Also auch da ungeniert euch melden, wenn etwas unklar ist. Dafür kriegt ihr dann die Aufnahme auch in Anschluss zugesandt, dass ihr da auch nochmal reingucken könnt und reinhören könnt. Kommen wir weg von den organisatorischen Sachen und direkt rein in die Themenübersicht. Wir starten ganz kurz mit Wer ist Dualu? Natürlich kurz, weil eigentlich kennen uns ja alle schon, bevor wir dann direkt mit Adrian einsteigen in das Thema Persönlichkeitsanalyse. Auch Gateway wird kurz vorgestellt. Und ja, er wird da den Fokus setzen, wie versprochen. Und was mich natürlich auch noch riesig freut, ist, dass wir Denise Kamele heute hier haben. Sie wird von Willem Küpfer Sicht aus erzählen, wie sie das machen, aktuell bereits mit den Persönlichkeitsanalysen bei den Lernenden. Danach schauen wir uns noch an, wie eine solche Analyse konkret im Dualu aussieht, wenn man diese durchführt mit den Bewerbenden, bevor wir dann zu einem kurzen Fazit kommen und dann noch Zeit haben für die Fragerunde. Ja, legen wir los. Wie die meisten uns ja schon kennen, halten wir das, wie gesagt, diesen Teil sehr kurz. Ich bin Daniela Zwicker und bin bei Dualu fürs Marketing zuständig. Einige kennen mich vielleicht auch schon aus einer Schulung oder dem Support. Wir möchten ja mit Dualu den Rekrutierungsprozess von A bis Z für unsere Kunden vereinfachen, also von der Ausschreibung auf den verschiedenen Plattformen über das Bewerbermanagement bis zur Zu- und Absage. Und ein Aspekt daraus ist die Persönlichkeitsanalyse, welche mit Identify direkt in Dualu integriert ist. Und hier haben wir natürlich auch schon das Stichwort. Damit gebe ich sehr gerne das Wort weiter an Adrian, der auch gleich noch seine Präsi teilen wird. Ja, vielen Dank, Daniela, für die freundliche Begrüßung. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu diesem Webinar. Ich nehme den Steilpass sehr gerne wahr und teile meinen Bildschirm. Kleinen Moment. Jetzt solltet ihr meinen Bildschirm sehen, jetzt noch in Präsentationsform. Und dann muss ich noch diesen Balken wegschieben. Genau. Gut. Herzlich willkommen auch von meiner Seite her zu dieser Präsentation. Ich habe Ihnen Folgendes vorbereitet. Ich werde auf der einen Seite eine kurze Einleitung machen, auch zu uns, respektive zu unserem Schwerpunkt. Ich werde Ihnen eine Übersicht geben zu Theorie und Aufbau der Identify-Persönlichkeitsanalyse. Ich werde den Ablauf und Durchführung kurz besprechen, werde vor allem dann auch die Inhalte besprechen, die Auswertung, Interpretation, was Sie aus dieser Persönlichkeitsanalyse auslesen können. Und ich stehe Ihnen selbstverständlich auch gerne für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Vielleicht ganz kurz noch zu mir, von meiner Seite her, Adrian Krebs ist mein Name, ich bin Geschäftsführer von Gateway One. Auch wir sind ein Unternehmen, das sich der Rekrutierung verschrieben hat. Wir konzentrieren uns in diesem Zusammenhang aber ganz, ganz stark auf das Thema Matching. Also uns ist es wichtig, dass eben die beiden Seiten möglichst genau zueinander passen. Da ist eben das Thema Analyse, sei es Eignungsanalyse rund um das Thema Multi-Check, Basic-Check, aber auch die Interessenanalyse ein Thema und eben die Persönlichkeitsanalyse. Also grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass wenn eine Person und ein Unternehmen zusammenführen können, ein Unternehmen eben auch das Thema Interessen, Persönlichkeit und auch die Fachkompetenzen entsprechend überprüfen sollte, bevor es zu einer Zu- oder Absage kommt. Und genau das ist bereits das Stichwort, also der Identify
Die Identity Persönlichkeitsanalyse ist ein berufsbezogener Persönlichkeitsfragebogen. Er konzentriert sich auf die Persönlichkeitsdimensionen einer Person. Das heißt, wir möchten eigentlich gerne die Aspekte einer Person beleuchten, die dann anschließend in einer Tätigkeit, die eine Person ausübt im Unternehmen, auch tatsächlich vorkommen und auch entsprechend vonnöten sind, damit eben eine Person auch tatsächlich an der Stelle ist, an der sie sich wohlfühlt. Zu Persönlichkeitsanalysen generell gesagt, im Gegensatz zu den klassischen Eignungsanalysen, wo es eben auch um richtig oder falsch geht, geht es bei Persönlichkeitsanalysen generell um eine Selbsteinschätzung. Also bei Persönlichkeitsanalysen geht es uns eigentlich weniger um die Frage, was ist richtig, was ist falsch, sondern es geht darum herauszufinden, wie ist eine Person, wie ist ihre Persönlichkeit ausgestaltet, damit wir eben auch feststellen können, ob die Person tatsächlich auf eine Stelle, wo immer auch Persönlichkeitselemente mitschwingen, passt oder nicht. Ein bisschen vereinfacht gesagt, wenn Sie eine Stelle am Empfang ausgeschrieben haben, wo viele Leute kommen, die Person muss diese Person begrüßen, muss offen sein, dann ist es wahrscheinlich nicht so vorteilhaft, wenn Sie dort eine sehr introvertierte Person wären, eine Person, die eine tiefe Kontaktbereitschaft hat, dann wird diese Person wahrscheinlich mit dieser Situation eher unglücklich sein. Also das ist eigentlich die Idee der Persönlichkeitsanalyse, damit man eben auch die Persönlichkeitselemente einer Person erfasst, damit man diese dann auch bei der Stelle entsprechend berücksichtigen kann. Deswegen eben, es gibt keine richtigen und keine falschen Antworten, sondern es gibt nur gut ausgeprägte Persönlichkeitselemente oder vielleicht weniger gut ausgeprägte Persönlichkeitselemente im konkreten Fall. Aus diesem Grund ist es auch immer wichtig, dass die Persönlichkeitsanalyse im Zusammenhang mit einem Anforderungsprofil betrachtet wird. Also wir raten in diesem Zusammenhang immer zuerst bei jeder Stelle, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, ja, was wünschen wir uns eigentlich für Persönlichkeiten? Vielleicht gibt es auch einmal eine Teamzusammensetzung, wo es interessant sein kann, dass man auch verschiedene Persönlichkeitsprofile miteinander mischt, damit eben auch das gesamte Teamergebnis allenfalls besser wird. Das sind wichtige Fragen und die müssen im Vorfeld gestellt werden. Also im Vorfeld empfehlen wir grundsätzlich dieses Anforderungsprofil zu erstellen, damit man eben dann mit dem Ergebnis der Identity Persönlichkeitsanalyse dies vergleichen kann. In diesem Sinne ist eben die Passung ein ganz, ganz wichtiges Element. Gut, ich komme ganz kurz zum theoretischen Hintergrund. Ich möchte hier nicht allzu lange werden. Grundsätzlich ist es wichtig zu wissen, im Gegensatz zu den ganzen typologischen Verfahren, wo man Menschen in blaue, gelbe, grüne oder sonstige Farben einteilt, ist die Identity nicht eine typologische Analyse, sondern eben eine sogenannte dimensionale Analyse. Also das heißt, wir möchten viel feiner herausfinden, wo ist eben eine Person tatsächlich ausgeprägt und wo hat sie weniger ausgeprägte Persönlichkeitsmerkmale. Als Grundlage haben wir das Modell der Big Five gewählt. Das ist ein sehr bekanntes Modell. Das wurde mit diesen Neo-5-Faktoren etwas modifiziert in jüngster Zeit und genießt eigentlich allgemeine Akzeptanz eben im Bereich der Persönlichkeitsdimensionen, also in diesem dimensionalen Verfahren. Es wird dort unterschieden unter Neurotizismus, das ist die emotionale Labilität, Extraversion, Offenheit für Erfahrung, Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit. Das sind diese Persönlichkeitsdimensionen, die sich auch als relativ stabil erwiesen haben. Also wir wissen alle, dass sich die Persönlichkeit natürlich über die Zeit verändert, insbesondere auch gerade bei Jugendlichen kann sich das noch durchaus ändern. Nichtsdestotrotz haben eben diese fünf Elemente auch schon in jungen Jahren eine erhebliche Stabilität gezeigt und sie können tatsächlich auch mit diesen Persönlichkeitsdimensionen auch Berufserfolg vorhersagen. Die Identity wurde eben in Anwendung an diese fünf universalen Faktoren entwickelt. Wir haben dann das ganz konkret auf den beruflichen und leistungsbezogenen Kontext angepasst. Das war für uns sehr wichtig, weil es jetzt sich eben auch um junge Personen handelt, die frisch von der Schule in die Berufswelt einsteigen. Und wir haben mit Schweizer Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern diese Umfrage
weiter verschärft und wir haben sie in Zusammenarbeit mit der Universität Trier auch wissenschaftlich überprüft. Das kam deshalb, weil die Universität Trier respektive ein Professor dort, der war vorher in Luzern tätig und wir wollten von Anfang an eben gerade das Thema Persönlichkeit bei jungen Leuten von der wissenschaftlichen Seite her sehr genau verfolgen, das war uns von Anfang an wichtig. Der wechselte dann nach Deutschland und deswegen war diese Universität, diese Zusammenarbeit mit der Universität Trier entstanden. Vielleicht kurz zum Ablauf, Durchführung, da wir dann Ihnen Daniela noch sagen, wie es im Dialog genau abläuft. Ich werde Ihnen nur den Teil jetzt sagen, wie es eben in der Analyse selber aussieht. Also das heißt, sobald sich ein Jugendlicher diese Persönlichkeitsanalyse öffnet, kommt er eben auf diese Antwortskalen, das heißt, er muss dann verschiedene Fragen beantworten und trifft immer auf eine sechsstufige Antwortskala, wo er ankreuzen kann, ja, das trifft für mich genau zu, vollkommen zu oder es trifft gar nicht zu. Also diese Spannweite wird definiert. Wir haben oben auch immer genau den Anker, was zu verstehen ist. Trifft es jetzt eher zu, trifft es eher nicht zu, damit sich die jungen Leute da ein bisschen eine Vorstellung machen können. Wir haben bewusst eine sechsstufige Antwortskala gewählt, um diese Tendenz zur Mitte, die besteht bei solchen Fragebögen, etwas aufzuschauen. Vielleicht kurz zu den Dimensionen, das ist jetzt noch wichtig, was wird eigentlich gemessen im Identity und wie können Sie das entsprechend dann auch interpretieren. Sie finden auf der Zusammenfassung der Identity-Persönlichkeitsanalyse, das ist die erste Seite nach der Titelseite, finden Sie sämtliche Dimensionen aufgelistet und auch gleich die Ausprägung, so dass Sie auf einen Blick eigentlich das Persönlichkeitsprofil einer Person erfassen können. Wir haben insgesamt 6 Dimensionen, die wir ausweisen. Wir nennen sie im Identity eben angelehnt an die Big Five Gewissenhaftigkeit. Übrigens eine ganz wichtige Dimension, hat sich in den letzten Jahren als sehr, sehr stabile Dimension herausgezeigt, gerade auch in Bezug auf Berufserfolg. Also Personen mit einer hohen Gewissenhaftigkeit haben in der Regel auch mehr Erfolg dann auch in der Ausbildung. Lernwille, emotionale Stärke, Kontaktbereitschaft, Bereitschaft zur Teamarbeit und seit September 2020 haben wir auch noch das Durchhaltevermögen neu in dieser Analyse enthalten. Ich gehe jetzt kurz auf die einzelnen Analyse ein, um Ihnen auch ein bisschen zu sagen, was wir darunter verstehen und wie Sie das interpretieren können. Das ist übrigens ein wichtiger Bestandteil jeder Persönlichkeitsanalyse, damit man eben auch die Dimensionen definiert, damit sich die Personen auf der anderen Seite auch etwas darunter vorstellen können. Wie gesagt, beschreibt die Gewissenhaftigkeit, wie zuverlässig eine übernommene Arbeit erledigt wird und auch wie hoch die Leistungsbereitschaft bei einer Person ausgeprägt ist. Grundsätzlich ist zu sagen, dass Personen mit einer hohen Ausprägung zur Gewissenhaftigkeit, die Arbeiten exakt und sorgfältig erledigen. Sie zeigen auch eine große Leistungsbereitschaft, können aber, und das ist jetzt die negative Seite der hohen Gewissenhaftigkeit, können sich aber vielleicht sogar in Details verlieren. Also dort hat man ein wenig die Gefahr, dass sich jemand ganz, ganz stark in den Details verliert. Sie sehen auch, hier bei unserer Auswertung, es gibt auch bei den hohen Ausprägungen negative Aspekte, genauso wie es bei den tiefen Ausprägungen durchaus auch positive Aspekte gibt. Wir haben die auch bei diesen Polbeschreibungen bewusst so angewendet, also eine niedrige Ausprägung, das ist nicht generell schlecht. Sie müssen sich einfach vergewissern, dass Personen mit einer niedrig ausgeprägten Gewissenhaftigkeit wahrscheinlich lieber zügig als exakt arbeiten und vielleicht auch relativ flexibel dann auf Planänderungen reagieren können. Das kann durchaus auch ein Vorteil sein. Aber es kann dann auch vielleicht auch sein, dass eine Arbeit nicht in dieser gewünschten Sorgfalt daherkommt, wie man das gerne hätte. Der Lernwille, das ist eine Dimension, die Aussagen darüber macht, wie gerne jemand Neues
lernen will und wie jemand auch mit komplizierten Sachen umgehen kann. Also grundsätzlich ist auch hier zu sagen, Personen mit einer geringen Ausprägung, die lernen eigentlich dann, wenn es von ihnen verlangt wird. Die haben keine große intrinsische Motivation, etwas zu lernen. Sie reagieren auf Belohnungen, das heißt, wenn die Belohnung da ist, für etwas zu lernen, dann lernen sie wahrscheinlich lieber, als wenn eben keine Belohnung da ist. Personen mit einer hohen Ausprägung im Gegensatz dazu, die lernen intrinsisch von sich aus, die wollen sich Wissen aneignen, die wissen auch, dass das Wissen wertvoll ist und sie sind oft auch der Meinung, dass sie das nicht unbedingt für andere tun, sondern eben für sich selber diese Wissen selbst. Die emotionale Stärke, das ist eine Dimension, die Aussagen macht über den gefühlsmäßigen Umgang, zum Beispiel mit Kritik oder auch mit Misserfolgen. Gerade bei jungen Leuten ist das oft noch eine interessante Dimension, wenn man das hier ein bisschen betrachtet. Und übrigens eine kleine Klammer an dieser Stelle, es ist unglaublich spannend zu beobachten, wie junge Leute an solche Fragebögen gehen, im Gegensatz zu Erwachsenen. Wir müssen ja jeweils das Thema emotionale Erwünschtheit, also das heißt, die Frage, wie stellen sich junge Leute vor, dass sie antworten müssen, damit eben das gewünschte Resultat herauskommt. Wir stellen eben gerade fest, dass bei Erwachsenen diese soziale Erwünschtheit schon bereits deutlich ausgeprägter ist. Dort müssen wir mehr korrigieren, im Gegensatz zu den jungen Leuten. Die jungen Leute gehen noch viel unverkrampfter und offener an solche Fragebögen. Also die stellen sich eigentlich im Vorfeld nicht so die Frage, was will mein Gegenüber lesen, sondern antworten in diesem Zusammenhang sehr offen und sehr ehrlich. Das ist eine interessante Erkenntnis aus über 10 Jahren Persönlichkeitsanalysen, die wir da gemacht haben. Klammer wieder geschlossen, wir kommen zurück auf die emotionale Stärke. Also diese Dimension, die macht aus, darüber eben, wie gesagt, über den gefühlsmäßigen Umgang mit Kritik und Misserfolgen. Grundsätzlich ist es so, dass Personen mit einer hohen ausgeprägten emotionalen Stärke, die bleiben auch in hektischen Situationen eigentlich ruhig. Sie lassen sich auch durch Misserfolge oder Kritik nicht aus der Ruhe bringen und reagieren eigentlich in solchen Situationen durchaus angebracht, sind auch stabile Anker in Projekten, wenn es mal ein bisschen hektisch und hergeht. Personen hingegen, die eine tiefe Ausprägung haben, die neigen eben oft gerade dazu, dass sie Kritik aus der Bahn werfen können. Sie nehmen Misserfolge auch oft persönlich, sehen das vielleicht nicht gerade als systemisch gegeben. In gewissen Projekten kann das manchmal sein, dass man eben kritisiert wird und nicht unbedingt die Person gemeint ist, sondern die Situation gemeint ist. Das wissen wir alle. Sie haben auch Mühe oft, ihre Arbeiten unter Druck dann wirklich zu erledigen. Also Personen mit einer eher tiefen Ausprägung bei der emotionalen Stärke, da ist vielleicht gerade in der Anfangslehrzeit gut darauf zu achten, dass sie nicht allzu stark auf sich alleine gestellt sind. Ja, Kontaktbereitschaft, wie der Name schon sagt, diese Dimension macht Aussagen über die Bereitschaft, auch Kontakte einzugehen. Wie offen ist jemand, baut jemand schnell Kontakt auf etc. Hier kann man sicher sagen, dass eben Personen mit einer hohen Ausprägung, die freuen sich, wenn sie in Situationen kommen, wo sie mit anderen interagieren können. Das ist ein sicher wichtiger Punkt. Während den Personen mit einer niedrigen Ausprägung, die sind eher dann unsicher, vielleicht teilweise auch befangen in Situationen. Sie brauchen länger, bis sie in einem Raum mit vielen Leuten dann wissen, wie sie sich, wo sie sich hinstellen müssen, wie sie umgehen müssen etc. Und das ist sicher eine wichtige Eigenschaft, eben gerade wenn sie das Thema Kundenkontakt irgendwo im Unternehmen haben. Also grundsätzlich, wenn es Personen sind, die alleine arbeiten, alleine arbeiten können, dann macht das eigentlich nicht, wenn diese Kontaktbereitschaft etwas tiefer ausgeprägt ist, wenn eben gerade das Thema Kundeninteraktivität im Zentrum ist, dann sollte diese Ausprägung doch mindestens durchschnittlich bis hoch sein. Ja, Bereitschaft zur Teamarbeit, eine ganz spannende Dimension. Die sagt eigentlich aus, wie gern jemand im Team arbeitet oder ob jemand lieber alleine arbeitet.
Grundsätzlich ist es so, dass Personen mit einer sehr hohen Ausprägung, die arbeiten tatsächlich am liebsten mit anderen Personen zusammen. Die sind auch überzeugt, dass das Team bessere Leistungen erbringt als die Einzelperson. Und sie suchen und schätzen auch den Austausch mit anderen. Die Personen mit einer eher tiefen Ausprägung, die neigen dazu, die Arbeit lieber alleine zu erledigen. Sie sind auch überzeugt, dass sie alleine effizienter arbeiten und sie bevorzugen es, selber Lösungen zu suchen, statt mit anderen Personen oder Lösungen zu suchen oder sich auch Hilfe zu holen. Das ist auch noch ein Thema, also Hilfe holen. Personen mit einer tiefen Bereitschaft zur Teamarbeit, die neigen dazu, sich weniger Hilfe bei anderen Personen zu holen. Ist noch eine interessante Dimension. Wir haben hier tatsächlich eine leichte Verschiebung festgestellt über die Jahre, dass die jungen Leute beschreiben sich tendenziell teambereiter. Das heißt, sie möchten mehr im Team arbeiten. Wir haben aber auch festgestellt, dass das vor allem ein kulturelles Thema ist. Wenn man dann etwas genauer fragt, und das haben wir natürlich gemacht, indem wir auch diese Fragen mit der Zeit auch etwas angepasst haben, dann stellt man durchaus fest, es gibt tatsächlich noch sehr viele junge Leute, die durchaus bereit sind, eben auch alleine zu arbeiten und auch sicher sind, dass sie alleine effizienter sind als ein Team. Die jüngste Dimension, die wir eingefügt haben im September 2020, das ist die Dimension Durchhaltevermögen. Sie soll Aussagen darüber machen, ob Personen auch langfristig Ziele verfolgen können, mit Leidenschaft und Ausdauer an einer Arbeit oder an einem Projekt arbeiten. Wir haben diese Dimension eigentlich auf Wunsch aus der Berufspraxis hinzugefügt. Wir hatten immer schon latent das Gefühl beziehungsweise den Wunsch von Berufsbildner, dass sie neben der Gewissenhaftigkeit noch eben diesen langfristigen Aspekt dokumentiert haben. Wir haben dann lange gesucht, wie wir das machen können, und wir sind auf Studien gestoßen, vor allem aus dem angelsächsischen Raum in Amerika, wurde gerade das Durchhaltevermögen oft überprüft von Personen, und es wurde auch eine relativ hohe Korrelation zum Berufserfolg nachgewiesen, und das hat uns dann letztlich dazu geführt, dass wir eben im September 2020 diese Dimension ebenfalls eingefügt haben. Auch hier vielleicht kurz zur Interpretation, respektive zur Anschauung. Personen mit einem sehr hohen hoher Ausprägung im Durchhaltevermögen, die verfolgen ein Vorhaben, ein Projekt tatsächlich mit großer Leidenschaft. Sie geben nicht so schnell auf, wenn Probleme auftreten. Also das heißt, sie neigen dazu, auch ins Detail zu gehen. Sie sind auch energetisiert und fühlen sich am Gedanken daran, ein komplexes Projekt zu bewältigen, eigentlich auch bereichert. Personen hingegen, die eine tiefe Ausprägung haben, die verfolgen eher sachliche Ziele. Das heißt, die streben den schnellen Erfolg an. Es liegt ihnen nicht so wahnsinnig daran, lange und sehr ausführlich an Problemen zu denken, sondern sie möchten eigentlich ein relativ rasches Zielerfolg, einen raschen Projekterfolg haben, und wenn Schwierigkeiten auftreten, dann sind sie auch relativ rasch mal bereit, eben von einem Projekt abzuwenden. Dort ist sicher das Thema dann Betreuung während der Ausbildung ein Thema. Ja, wie gesagt, das sind so grob die Persönlichkeitsdimensionen, und ich kann Ihnen jetzt zu der Interpretation noch so zwei, drei Highlights geben, die uns noch wichtig sind. Wie gesagt, eben durch das, dass es eine Selbstbeurteilung ist, dann kann es sein, dass gewisse Personen auch eben sich überlegen, was wünscht das Gegenüber zu hören. Man nennt das die soziale Erwünschtheit. Und diese soziale Erwünschtheit, die kann unter Umständen gewisse Antworttendenzen bevorzugen. Wir haben selbstverständlich diese soziale Erwünschtheit bei uns erhoben, auch in den Normdaten nachgewiesen, und das wird entsprechend auch rauskristallisiert. Es ist aber eine Tatsache, dass besonders die intelligenten Personen, also Personen, die über eine sehr hohe ausgeprägte kognitive Fähigkeiten verfügen, die können natürlich dann schon ein bisschen etwas herauslesen, und deshalb ist es wichtig, dass sie
die erhobenen Persönlichkeitsdimensionen im Identity, wenn möglich eben auch in einem persönlichen Gespräch oder auch sogar in einer Arbeitsprobe, wo Sie die Person dann tatsächlich direkt vor Ort bei sich im Betrieb haben, allenfalls noch verifizieren können. Also wenn Sie jetzt jemanden sehen, der eine ausgesprochen hohe Kontaktbereitschaft hat und Sie sehen diese Person im Betrieb, im Schnuppertag oder in der Arbeitsprobe dann immer in der Ecke sitzen, dann würde ich dieses Mal ansprechen, ob das tatsächlich eine Person ist, die über eine hohe Kontaktbereitschaft verfügt. Oder eben nicht, genau. Es gibt auch Antworttendenzen, der Tendenz zur Strenge. Wir beurteilen, gerade bei jungen Leuten haben wir das oft gesehen, dass junge Leute mit sich selber eigentlich noch relativ streng sind. Das hat sich in den letzten Jahren etwas verändert. Also die Tendenz ist eher ein bisschen ins Gegenteilige gerückt. Also junge Leute sind nicht mehr so streng mit sich selber, wie sie vor 10 Jahren noch waren, als wir die erste Normierung hinterlegt haben. Wir können nicht genau sagen, woher dass das kommt. Wir beobachten das einfach und reagieren natürlich entsprechend mit unseren Normen auf diese Situation. Vielleicht gerade zur Auswertung in diesem Zusammenhang. Die Auswertung beinhaltet eben nicht nur diese Zusammenfassungsseite, die ich Ihnen ganz am Anfang gezeigt habe, sondern jede Skala, jede Dimension, Persönlichkeitsdimension, wird auf den Folgeseiten, auf der einen Seite genau ausgewiesen, noch einmal definiert, damit Sie bei jedem Zertifikat auch wieder sich die Definition vergegenwärtigen können. Und es ist unten auch immer eine verbalisierte Auswertung der konkreten Ausprägung mitgeliefert. Das heißt, wenn Sie diese verbale Beschreibung lesen, dann können Sie eigentlich relativ gut einschätzen, was ist das für eine Person, die Sie da vor sich haben. Grundsätzlich ist es so, dass die Jugendlichen keinen Zugriff auf diese Auswertung haben. Das ist ein Teil des Rekrutierungsprozesses, der bei der Firma ist. Wir raten aber, wenn Sie den Jugendlichen diese Auswertung mitgeben, dass Sie die Jugendlichen auch begleiten dazu. Also das heißt nicht einfach ein Resultat bzw. das Zertifikat abgeben, sondern wenn möglich das Zertifikat auch besprechen, weil für junge Leute kann das irritierend sein, wenn sie plötzlich sehen, sie sind nicht hoch ausgeprägt bei der Bereitschaft zur Teamarbeit, obwohl das heute so besonders wichtig ist, diese Teambereitschaft, könnte für junge Leute das eher negativ sein. Darum meine Bitte, wenn Sie das Zertifikat abgeben, bitte im Rahmen eines Gesprächs, damit Sie die jungen Personen auch entsprechend abholen können. Zu der Normierung, ich habe es vorhin kurz gesagt, diese Normierung, das ist ein Vergleich immer von Jugendlichen mit anderen Jugendlichen. Das heißt, wir möchten ja eine Stichprobe haben. Das heißt, wenn die Personen, die eben hoch ausgeprägt sind, die sind im Vergleich zu anderen Jugendlichen hoch ausgeprägt. Also das sind dann wirklich eher die Extrovertierten oder die Gewissenhaften im Vergleich zu der Normgruppe. Und diese Normstichprobe, die wird regelmäßig erhoben. Die aktuelle Normierung, die wurde mit Daten von 2017 bis 2023 gemacht. Dies eben auch nach der Einführung der Dimension Durchhaltevermögen. Dort haben wir eine weitere Normierungsrunde gemacht. Diese Normierung, die wird auch regelmäßig überprüft von uns. Also wir haben jedes Jahr machen wir eine Stichprobe, wo wir die Daten wieder überprüfen und eben auch reagieren, falls es angepasst ist. Also falls wir jetzt sehen, dass plötzlich alle jetzt sehr teambereit wären, das ist nicht der Fall, aber wenn wir das feststellen würden, dann müssten wir natürlich entsprechend die Norm anpassen, damit der Vergleich wieder stimmt. Die Auswertung, die wir zurückgeben, geben wir in Form von Stan-Einwerten zurück. Wir geben von 1 bis 9 geben wir zurück. Und Sie sehen, darunter liegt eine Normalverteilung. Das heißt, wir gehen davon aus und wir rechnen damit, dass eben die absolut meisten Personen irgendwo zwischen 4 und 6 sich befinden. Das ist die Normstichprobe, die da zu Hause ist. Und es hat relativ wenig Leute, die eine 1 ausgeprägt haben. Und es gibt praktisch ebenso wenig Leute, die eine 9 in der Ausprägung haben. So können Sie ein bisschen diese Normalverteilung einordnen. Genau. Gut, hier noch ganz kurz, was die, Be-
die Stannein-Werte bedeuten. Stannein 1 ist wirklich eine sehr niedrige Ausprägung, das sieht man eher selten. 2, 3 niedrig, 4, 5, 6 sind die durchschnittlichen Ausprägungen, 7, 8 ist eine hohe und 9 eine sehr hohe Ausprägung, die man ebenfalls eher selten sieht. Wir haben bei jedem Zertifikat haben wir hinten auch eine Einbettung. Das ist eine Vorgabe der DIN 33430. Das ist die Norm, die sich mit der Entwicklung von solchen wissenschaftlichen Testverfahren auseinandersetzt. Und diese besagt eben auch, dass jedes Verfahren eingebettet werden muss, damit die wichtigsten Verfahrenshinweise sichtbar sind. Das haben wir gemacht, direkt im Verfahren selber. Plus, was wir auch haben, wir haben auf der Homepage, haben wir noch das Manual bei uns frei zum Download. Das kann ich Ihnen auch gerne dann noch zuschicken, wenn das jemand möchte. Das ist dann ein wirklich mehrseitiges Dokument, wo das Instrument dann in aller Ausführlichkeit auch erklärt wird. Auch das ist eben Bestandteil dieser wissenschaftlichen Arbeit, die wir bei Gateway One auch immer wieder verfolgen. Genau. Gut, soweit von mir. Zum Fazit kommen wir dann später. Ich würde vorschlagen, dass ich jetzt die Präsentation wieder entteile. Sofern ich das noch schaffe. Jawohl, nicht mehr teilen. Und dann gebe ich wieder zurück zu dir, Daniela. Vielen lieben Dank, Adrian, für den ersten Input. Wie gesagt, dein Fazit hören wir gleich noch. Jetzt darf ich das Wort gerne an Dönis weitergeben für den Praxisinput. Ja, guten Tag zusammen. Freut mich sehr, dass ich 2, 3 Worte darüber verlieren darf, über Dual-Lohn-Kompensation mit der Identity-Analyse. Wir sind von Wild und Köpfe, wir sind ein Hersteller von Spritzgussprodukten im Kunststoffbereich und wir beschäftigen zurzeit 220 Mitarbeitende. Davon sind 22 Lernende in 3 verschiedenen Berufen. Als wir mit der Persönlichkeitsanalyse gestartet haben, als wir uns dafür entschieden haben, war natürlich die Überzeugungskraft von Duolingo mit gutem Einbettung in den ganzen Bewerbungsablauf, was sicher sehr, sehr von Vorteil ist. Was wir aber gemacht haben, ist bei uns die Frage gestellt bei den Lernenden. Das sind Jugendliche, also Kinder, wenn sie in den Bewerbungsprozess kommen, eigentlich noch Kinder, die stark in der Entwicklung sind. Sie bewerben sich, kommen zum Schnuppern und was dann? Und da fehlte uns immer so einen gewissen Punkt, wie wir die Jugendlichen noch zusätzlich nicht bewerten, sondern zusätzliche Hilfe kriegen. Die Referenzauskunft der Lehrer, die sind. Weil jeder Lehrer ist froh, wenn er jeden Schüler irgendwo untergebracht hat. Also da, so kam es mir manchmal vor. Und da haben wir einfach überlegt, eine gute Möglichkeit, um dieses noch zusätzlich zu analysieren, um das zu ergänzen, ist die Persönlichkeitsanalyse. Wir wenden jetzt das über, ich weiß gar nicht mehr, vor über 2 Jahren ungefähr an, bei jedem Lernenden, der in eine weitere Runde kommt, also Schüler, der in eine weitere Runde kommt, der macht zuerst mal die Schnupperlehre, die 2 bis 3 Tage und anschließend, wenn wir sagen, doch, da gehen wir weiter, dann bekommt er noch den Auftrag für die Persönlichkeitsanalyse. Für uns ist es sehr wichtig, nach dieser Analyse, wenn wir uns weiter entscheiden, mit diesem Schüler weiterzugehen, ist es für uns sehr wichtig, dass wir dann ein Gespräch zusammen mit den Eltern führen, also der Jugendliche plus die Eltern. Und man sieht auch da in diesem Gespräch, dass da alle zusammen sehr gespannt sind, was war da überhaupt das mit dieser Analyse. Was wir immer ganz stark betonen, auch schon beim Auftrag für die Analyse, mach das selbst. Lass dir nicht helfen von deinen Eltern, weil die können dich beeinflussen, mach es selbst und sei du. Und oft kommt dann bei uns das Schmunzeln, wenn wir die Analyse durchnehmen bei diesem Gespräch, weil die Übereinstimmung vom Gespräch mit dem Jugendlichen alleine, die Übereinstimmung dann zusammen mit der Schnupperlehre, dann die Übereinstimmung nochmals im Gespräch mit den Eltern bestätigt uns sehr, sehr stark. Auch von den Eltern her kriegen wir oft eine Bestätigung, ach genau so erfahren wir unseren Sohn oder unsere Tochter genau auch.
Es ist für uns ein Entscheidungswert, aber nicht der alleinige Wert, der entscheidet, so, also in der Kombination. Und das sagen wir von Beginn ab. Wir sagen immer dem Jugendlichen, es ist keine Bewertung, ob du ganz links oder ganz rechts stehst. Es ist nicht die 1 oder die 6. Dass er sich das ganz bewusst ist, dass die Analyse eigentlich, man kann eher stärker geprägt sein oder weniger, aber dass er weiß, dass das nicht mit dem Wert von seiner Person abhängt. Schlussendlich sagen wir auch, was wir die Persönlichkeitsanalyse heute auch nutzen, ist nicht nur für den Bewerbungsprozess, sondern nach der Anstellung auch, dass die Berufsbildner auch dieses Dokument wieder zur Hand nehmen und sagen, okay, ich habe so viele verschiedene Teammitglieder, so verschiedene Charaktere und wie vorher auch von Herrn Krebs schon gesagt wurde, warum nutzen wir dann diese Informationen nicht zusätzlich, wenn wir jemand, der eher Teamschwierigkeiten hat oder diese Schwierigkeit, das wird ihn dabei spezieller unterstützen oder spezieller führen. Seit ungefähr 2-3 Wochen, also seit einer letzten Dauer von einer Bewerbungsphase, nutzen wir es jetzt auch für die Mitarbeitenden, da wir einfach merken, es geht um die Persönlichkeit. Brauchen wir wirklich ein Team, das zusammenhält, oder ist das jedes ein Einzelkämpfer? Unterstützt uns, haben wir gemerkt, auch jetzt bei den Mitarbeitenden. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, was ich aber jedem empfehlen muss, vor dem Gespräch eine ganz gute Vorbereitung, dass ich dann die Ausprägung und allenfalls auch die Risiken dazu dem Jugendlichen immer auch mit auf den Weg geben kann. Genau. Und somit habe ich geschlossen. Also es sind gerade noch Fragen. Super, vielen lieben Dank. Sehr spannender Input. Ich vermute mal, da kommen sicher später in der Fragerunde gleich noch Rückfragen. Wir würden jetzt noch kurz, wie versprochen, den Ausflug machen, wie das aussieht im Dualon. Ich gebe dazu gerade meinen Bildschirm frei. Genau. Wir sind jetzt, ihr kennt es ja alle, im Dualu drin und wir schauen uns da gerade mal den Ramon an. Als Beispiel, wir sehen hier zuerst mal den Bewerbungseingang, danach ein erstes Vorstellungsgespräch, grundsätzlich gut bewertet. Und nun möchten wir, wie von Dennis erwähnt, die Persönlichkeitsanalyse noch direkt aus dem Dualu auslösen und würden da dazu den nächsten Schritt auslösen und die Persönlichkeitsanalyse dazu nehmen. Wir sehen jetzt hier den zusätzlichen Schritt, Persönlichkeitsanalyse, der kann in den Einstellungen aktiviert werden im Dualu, dann steht er dann auch hier zur Auswahl. Und wir würden hier jetzt vom Datum definieren, per wann wir die gerne zurück möchten, damit wir dann auch einen Reminder haben, wann die Fälligkeit ist. Wir wählen hier beispielsweise mal in einer Woche aus und lösen dann das E-Mail an den Kandidaten aus. Wählen hier die Vorlage aus, die auch automatisch dann generiert wird, wenn man sie in den Einstellungen hinzufügt. Und was wir jetzt sehen, dass wir hier einen Platzhalter haben unter Identify-Link, der ersetzt wird, sobald wir das Mail auslösen. Und genau das werden wir tun, damit wir hier jetzt auch sehen, klassisch unter Kommunikation, dass dieses E-Mail ausgelöst wurde. Und hier sehen wir jetzt schön, der Platzhalter von vorher hat es ersetzt durch den individuellen Link von Identify bzw. Gateway. Und so erhält es natürlich dann auch der Kandidat und er kann entsprechend dann auf den Link draufklicken und kommt direkt in die Maske von Gateway rein. Dann füllen wir hier kurz alle Angaben dazu ab. Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, ich muss schon 2010 eingeben, vom Datum her. Habe mich ein bisschen schockiert, aber das am Rande. Und machen wir hier noch ein Passwort rein. Was wir hier jetzt auch schön sehen, ist, dass direkt auch abgefragt wird, ob das in Ordnung ist, wenn die Daten zurückgehen in das Dossier im Dualu. So, jetzt.
Gehen wir einen Schritt weiter und halten jetzt als Kandidat die Informationen rund um, ja, wie es funktioniert und erhalten auch eine Zeitangabe, 15 Minuten. Keine Angst, wir werden die Zeit hier nicht voll ausnutzen und alles durchklicken, aber zum Zeigen werde ich noch ein, zwei Schritte weitergehen. Der Kandidat kriegt nämlich auch noch eine Information, wie die Aufgaben oder die Fragen aufgebaut sind mit der Skala, die wir vorher bei Adrian gesehen haben. Und startet dann eigentlich direkt rein in diese Fragen, wo entsprechend an dieser 6er-Skala ausgefüllt werden kann. Am Schluss, wenn die Fragen alle beantwortet wurden, sehen wir dann im Dualu, und dafür wechseln wir jetzt gerade in ein anderes Dossier, wo es bereits ausgefüllt ist, dass die Persönlichkeitsanalyse direkt zurückfließt sozusagen ins Dualu und zusätzlich noch eine Mail ausgelöst wird mit der Information, dass diese Persönlichkeitsanalyse zurückgekommen ist. Und hier kann ich dann direkt aus Dualu in das entsprechende Auswertungsdokument wechseln und komme jetzt hier zu der Auswertung, die Adrian erklärt hat, mit all den Informationen zu den Ausprägungen und den entsprechenden detaillierten Informationen. Und wie ihr es bereits im Dualu kennt, habt ihr natürlich auch hier die Möglichkeit, bewertende Personen hinzuzufügen, also vielleicht einen Praxisausbildner oder Berufsbildner dazuzunehmen und dann entsprechend, je nachdem, was ihr dann genau anschauen möchtet, den Bewertungsbogen ausfüllen könnt. Auch hier wieder die Möglichkeit, das in den Einstellungen entsprechend zu individualisieren, je nachdem, worauf ihr achten möchtet bei dieser Auswertung. Ja, und wenn dies entsprechend gemacht wurde, kann dann auch oder können die Informationen dann für den nächsten Schritt genutzt werden, wie auch immer das bei euch dann weitergeht, zum Beispiel bei Dönis mit dem Gespräch mit den Eltern oder wie auch immer, und das die Informationen entsprechend einfließen lassen. Das wäre der kurze Einblick im Ablauf im Dualu. Jetzt gebe ich das Wort gerne zurück an Adrian für unser Fazit. Vielen Dank, Daniela. Fazit hat mir natürlich die Kundenstimme bereits sehr viel vorweggenommen. Also herzlichen Dank für diesen gewissenhaften Einsatz auch der Persönlichkeitsanalyse bei Milton Küpfer. Das freut mich natürlich sehr. Für mich ist es wirklich wichtig, und das möchte ich noch einmal betonen, machen Sie bitte zuerst eine Anforderungsanalyse des Berufsbildes. Das ist sehr zentral. Die Identity-Persönlichkeitsanalyse wird nicht als erster Schritt verwendet in einem Rekrutierungsprozess. Das haben wir auch sehr schön gehört. Also das wird eher im späten Rekrutierungsprozess eingesetzt, wenn es eben darum geht, wirklich aus den vielleicht 10 übrig gebliebenen Kandidatinnen und Kandidaten noch eine Auswahl zu treffen. Wie gesagt, Persönlichkeitsanalysen sind nicht alleine verantwortlich. Wir sind große Verfechter des sogenannten menschenzentrierten Ansatzes. Das heißt, der Mensch steht im Zentrum im Rekrutierungsprozess und sollte eigentlich von verschiedenen Seiten beleuchtet werden. Und die verschiedenen Seiten sind nun einfach die beruflichen Interessen. Hat jemand tatsächlich die Interesse, überhaupt diesen Beruf zu erlernen? Bringt jemand die Persönlichkeitselemente mit? Hat jemand auch die Fähigkeit, das zu machen? Das sind ganz, ganz wichtige Fragestellungen, die in einem Rekrutierungsprozess beantwortet werden sollte. Und man hat eigentlich für alle diese Fragestellungen hat man entsprechende Hinweise, sei es aus dem Bewerbungsdossier, sei es aus entsprechenden Testverfahren, sei es aus Schnuppertagen oder sei es eben sogar aus Assessment-Zentren etc. Also dort wirklich ein Appell an dieses strukturierte objektive Rekrutierungsverfahren, dann haben Sie die größte Gewissheit, dass es am Schluss auch passt, auch wenn wir leider keine hundertprozentige Garantie abgeben können. Es wird immer wieder Personen geben, wo es am Schluss dann halt doch nicht passt. Aber je gewissenhafter Sie die Rekrutierung ausgestalten, je besser Sie eben diesen Mensch ins Zentrum stellen und auf die ausgeschriebene Stelle analysieren, desto besser fahren Sie am Ende. Das wäre mein kurzer Einwand noch zum Schluss. Perfekt. Vielen lieben Dank für die Inputs. Ja, damit sind wir fast am Schluss angelangt. Wir möchten natürlich jetzt noch die Zeit auch sprechen, um noch Fragen zu stellen. Also sehr gerne entweder in den Chat oder auch einfach unmuten und stellen die Frage.
Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Und im Namen vom ganzen Dualu-Team wünsche ich euch einen ganz schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal.